Hier ist Radio Milch und Schwefel, das weltweit erste Aachener Stockpuppenkabarett. Sie hören unser Quarantäne-Sonderprogramm. Schalten Sie die Ohren ein, stellen Sie die Augen auf Sendung und erden Sie Ihre Antenne. Herzlich willkommen bei Pech und Scharwefel, der Show für alle, denen es zu lange dauert, bis sie endlich selber in die Hölle dürfen. Und da geht der Spaß dann richtig los, oder? Spaß über alles! Ja, das denken Sie. Wie sollen wir das denn hier schaffen mit unseren Personalproblemen? Es gibt ja keine qualifizierten Nachwuchsteufel mehr. Der Hubert zum Beispiel, der ist jetzt schon seit 11 Jahren in der betrieblichen Ausbildung. Aber der bleibt jedes Jahr wieder kleben, der arme Kerl, jedes Jahr. Ich meine, zum Glück haben wir Zeit hier in der Hölle. Da kommen so ein Jahrhundert mehr oder weniger nicht so an. Aber der Junge tut einem natürlich auch leid. Gut, er hat Flausen im Kopf. Aber ein Teufel in seinem Alter, alles andere wäre ja völlig unnatürlich. In dem Alter war man ja selber eben. Ich hatte mit 650 auch mal so eine Phase. Ja, und der Hubert ist doch gar nicht unbegabt. Für den mittleren Dienst als Heizer am Fegefeuer wäre er bestimmt hervorragend geeignet. Aber erstens hat er immer diese Betonsechs im Verhüllen. Und zweitens fehlt ihm jedes Selbstvertrauen. Ich versuche ja bei jeder Gelegenheit, ihn zu motivieren, aber leider ohne Erfolg. Hi-ha-ho, das Klima ist K.O. Was ist denn das für ein Lärm? Feinstaub, Feinstaub, tralalala. Aber das klingt doch wie die Stimme von Hubert. Aber das kann nicht sein, denn ich doch in der Schule. Hi-ha-ho, das Klima ist K.O. Also das ist doch Hubert. Hubert! Da bin ich, Chef. Ja, Hubert, was ist denn das für ein Lärm? Wieso bist du nicht in der Schule? Schwänzt du etwa den Unterricht? Und ich, Chef, und alle anderen auch. Wir gehen heute zur Hölle for Future. Hölle for Future? Was soll denn das wieder sein? Du machst sofort, dass du in die Schule kommst. Das geht nicht, Chef. Wir sind doch gleich verabredet über Fratzebuck. Ja, wer ist wir? Ja, wir, die Jungteufelgruppe U21, wir gehen alle zusammen zur Demo. Kommt gar nicht in Frage, Hubert. Du machst sofort, dass du in den Unterricht kommst. Denk an deine 6 im Fach Lügen. Aber Chef, es sind doch alle von der Gruppe. Da bin ich ja dann der Einzige, der nicht mitgehen darf. Ach, jetzt kommt wieder die Arie. Und es geht ja auch um was ganz Wichtiges, Chef. Wir demonstrieren gegen das Klima. Ach so ein Quatsch. Das Klima hier in der Hölle ist ausgezeichnet. Genau, Chef. Und das müssen wir ja retten, das höllische Klima. Ja, das ist ja gar nicht so verkehrt, Hubert. Aber noch lange kein Grund, die höllische Berufsschule zu schwänzen. Aber Chef, wenn die Teufel die Schule nicht schwänzen, wer denn dann? Schwänzen, Hubert, nicht schwänzen. Und was sollte dieser ganze Lärm eben? Wir bereiten uns vor, Chef. Wir üben schon mal die Sprechchöre. Und die Performance muss ja auch stimmen. Die Performance? Ja, ist wie bei den Cheerleaders, Chef. Die Bewegungen, der Transparente und das Demo-Outfit, das muss ja alles synchron sein. Das ist ja grauenhaft. Cheerleaders. Das geht sofort alles live ins Internet. Da kann man sich dann weltweit in Echtzeit selber demonstrieren sehen. Das ist ja praktisch für die Ewigkeit. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein Ausbildungsteufel, der für die Ewigkeit demonstriert. Konnte man mein Demo-Outfit sehen, Chef? Wir sind gerade damit fertig geworden. Na gut, Hubert, bevor du wieder Depressionen bekommst. Aber vielleicht hat der Junge ja auch recht. Hinterher rettet noch einer das Klima. Ja, das müssen wir verhindern. Sonst ist es vorbei mit all den schönen Flutwellen und Windhosen. Und wir Teufel gucken wieder in die Röhre. Nein!
ja, das ist ja ein tolles Demo-Outfit, Robert. Du siehst ja aus wie die Mutter von Pippi Langstrumpf. Danke, Chef. Ich fühle mich in diesem Outfit auch sehr wohl. Oh, wie schön. Ja, das gibt Selbstvertrauen, Hubert. Dafür bekommst du am Ende noch den Nobelpreis. Super, Chef. Dann müssen wir ja nur noch die Sprechchöre üben. Die Schilder sind schon fertig. Aha. Ja, da kommen ja unsere kleinen Demonstranten. Ja, wie heißt ihr denn? Ich bin das Ozon-Eppelin und demonstriere gegen das Klima. Ausgezeichnet. Und ich bin das UV-Kugeli und schwänzele den Unterricht. Ach, der ist ja noch besser. Hi-ha-ho, das Klima ist K.O. Hi-ha-ho, das Klima ist K.O. Den Diesel. Kinderbuben mit Methan, das Ozonloch wächst nach Plan. Wird es wärmer, unser Klima, brauchen wir nie mehr Medima. Heizen macht uns nicht mehr arm, allen ist von selber warm. Der Eisberg schmilzt, die Sonne scheint, das Wasser steigt, der Gletscher weint. Also bei so viel Engagement ist es mir nicht bange um die Zukunft unserer Jugend, aber es wäre gar nicht schlecht, wenn man vielleicht einen Tag in der Woche für die Schule reservieren würde. Zum Beispiel Sonntag. Meine Rakete ist die allerschnellste Rakete. You stupid, I'll clap you. My rocket is the fastest rocket all over the world. You are the little Kim Brody Heidi. Wer ruft mir? Hui, Heidi!